Wiederum ein ebener Spannungszustand in einer dünnen Platte mit den gegebenen Werten. Wieder sind rechnerisch und mittels dem Mooreschen Spannungskreis die Hauptspannungen und ihre Richtungen zu bestimmen, sowie die maximale Schubspannung und ihre Richtung. Wie hat das funktioniert mit den Hauptspannungen? Sigma 1, 2. Wenn man sich das überlegt von letztes Mal mit den Trägheitsmomenten, einfach die I gegen Sigma ersetzt sozusagen, dann ist der Mittelpunkt Sigma X plus Sigma Y halbe, Mittelpunkt des Mooreschen Kreises, plus minus Radius. Radius haben wir aus dem Pythagoras gekriegt, der Sigma X minus Sigma Y halbe zum Quadrat plus Tau XY zum Quadrat. Der mit dem Plus ist natürlich Sigma 1, die größere Hauptspannung, und die mit dem Minus ist Sigma 2. Sigma 1 ist dann 12,34 Megapascal und Sigma 2 ist minus 17,34 Megapascal. Und der Winkel, den man braucht, um in diese Lage zu drehen, den haben wir auch letztes Mal schon hingeschrieben, mit dem Tangens. Tangens von 2 haben wir sogar stehen lassen, Phi 0, hoppala, ist gleich. Das war zweimal Deviationsmoment letztes Mal, jetzt ist es zweimal Schubspannung, Tau XY durch Sigma X minus Sigma Y. Dann kommt für den Winkel minus 16,3 Grad raus. Also wiederum im Uhrzeigersinn gedreht für das XY-System, so wie wir es im Mooreschen Kreis definiert haben. Und die maximale Schubspannung, kann man natürlich auch ausrechnen, die haben wir gesagt, ist der Radius. Ist einfach Tau Max für den ebenen Spannungszustand ist die Wurzel Sigma X minus Sigma Y halbe zum Quadrat plus Tau XY zum Quadrat, der Radius. Und das kann man auch natürlich logisch gedacht als Sigma 1 minus Sigma 2 halbe, größere minus kleinere Hauptspannung ist der Durchmesser und die Hälfte ist der Radius. Oder man setzt einfach ein, man kann sich natürlich auch rechnerisch davon überzeugen, dass das stimmt, indem man hier oben einsetzt, einmal das mit dem Plus, einmal das mit dem Minus, und hier für Sigma X und Sigma Y, dann fällt relativ viel weg und was übrig bleibt, ist genau das. Und da kriegen Sie einen Wert von 14,8 Megapascal raus. Ja? Also unter Zuhilfenahme des Mooreschen Spannungskreises gerechnet, wie die Hauptspannungen ausschauen.